Hallo und willkommen in meinem Atelier. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ja leider nicht möglich, Ausstellungen zu machen. Mir persönlich sind auch Messen weggefallen. Alles Dinge, die mir ganz arg wichtig sind. Aus dem Grund, der Weg. Ich lade euch ein, kommt mit mir durchs Atelier. Ich zeige euch alles. Ich zeige euch Sachen, an denen ich gerade arbeite. Ich zeige euch Sachen, die schon fertig sind. Ich werde euch Sachen zeigen, die ich noch nie jemandem gezeigt habe. Ich werde euch Sachen zeigen, die nicht ganz jugendfrei sind. Schauen wir mal, wie das realisierbar ist. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und damit lade ich euch ein. Kommt mit mir einmal durchs Atelier. Das ist eine Figur aus meiner Superhero-Serie. Wie üblich, mit vielen kleinen Details. Von der Seite ist voluminös wie immer. Und mein Ausblick. Hier haben wir nochmal eine neu gearbeitete Version von dem Reisenden. Das ist Thema Reisen für mich ein großes Thema. Man ist viel an Bahnhöfen unterwegs, man ist viel auf Messen. Alles Momente, wo ich zeichnen kann, wo ich irgendwas festhalten kann. Noch in der Entstehung. Da darf noch nicht zu viel verraten werden. Jetzt haben wir hier aus Linde groß stehen, die Treppen steigt dann nach oben. Man sieht es hier. Ich habe versucht, große, männliche, auch ein bisschen brachiale rüberzubringen. Er ist auf jeden Fall ein Siegertyp auf dem Treppchen ganz oben. Wie angekündigt, es wird erotisch. Alle drei Arbeiten drehen sich um das Thema Voyeurismus. Man kann das Ganze auch drehen, aufmachen und das darf dann nur der Käufer sehen. Bei allen drei Arbeiten wird der Betrachter selbst zum Voyeur gemacht. Die ist ganz frisch fertig geworden. Bisschen dieses vielleicht Urlaubsfeeling, was man bei ihr bekommen könnte, unterstrichen. Unterstreicht sich dann nochmal mehr hier hinten mit dieser Wasserfläche, die ich daraus gearbeitet habe, sodass sie quasi, sie könnte meinetwegen irgendwo am Meer quasi da hinten könnte der Hafen sein, die Möwen etc. Das Bild muss ich jetzt wahrscheinlich nicht genauer ausmalen. Wir sehen sie hier sitzen auf dem Geländer, das schöne Wetter genießen. Offensichtlich hat sie es kurzärmlich mit Shorts eben.
Zeit für eine Kaffeepause. Das sind Arbeiten, die habe ich noch nie vorher gezeigt. Im Laufe des ganzen letzten Jahres habe ich mich mit dem Thema Relief beschäftigt. Die Grenze zwischen Malerei und plastischer Arbeit verschwimmen hier. Das hat mich viel Übung gekostet. Man sieht es an dem. Oh, Klopapier. Da sage ich jetzt nichts dazu. Bestimmte Stellen am Relief sind komplett beschnitzt. Und andere nur bemalt. Ab und zu findet man bei mir im Atelier auch noch ganz, ganz alte Arbeiten. Außerdem Skizzen, noch mehr Skizzen und noch mehr Skizzen. Eigentlich mache ich zu den Messen immer einige Digitaldrucke, deshalb über diesen Weg hier meine Stadtkatze. Die Stadtgiraffe. Alle Drucke sind immer limitiert auf 5 Stück. Und zu guter Letzt der Stadtaffe. Ich möchte mich bei euch bedanken. Damit sind wir eigentlich mit der Tour am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Feedback geben wollt, falls ihr nähere Infos wollt, ich bin über die üblichen Kanäle erreichbar. Ansonsten sind auch alle Links hier unten. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit, viel Durchhaltevermögen und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.